Jo, dann schnappen wir das mal die Fließbänder. Sollten inzwischen ja ein paar da sein, ne? Ja, doch. Und das mit dem Inventar ist echt super. Das sollte ich öfters so machen. Es spricht zwar ein bisschen gegen meine Grundhaltung, von allem fast immer irgendwas dabei zu haben, aber es ist einfach irre praktisch. Und ich verbringe nicht 90% meiner Zeit damit, Sachen aus dem Inventar rauszuschmeißen, weil ich halt einmal Shift mittlere Maustaste oder was auch immer da mache, oder Steuerung mittlere oder Doppelsteuer oder was auch immer das ist, schmeiß alles raus und die Roboter sortieren es zurück rein. Das ist schick, schick, schick. Wobei, genau, hehe, nächste Staffel. Mal ganz davon ab, welches Modpack, Modding, was auch immer wir benutzen. Wie arbeiten wir? Mit Robotern, ohne Roboter, mit allem, mit nur einem? Also ich denke mal, bei Hardcore werden wir alles nutzen müssen, was wir haben. Das heißt, ich beschränke mich dann nicht auf nur Roboter, nur Fließbänder, ich werde einfach alles nutzen. Das wird dann sehr wahrscheinlich sehr wuselig aussehen. Eventuell muss ich sogar Abstand nehmen von meinem Muster. Was jetzt ein wenig komisch klingt, aber ja, kann gut sein. Weil ich halt nicht die Zeit habe, alles so zu planen, dass es dann später in das Muster reinpasst, weil ich überleben muss. Später kann man immer noch gucken. Sobald man die Grundspielmechaniken von den Mods drauf hat, dann kann man auch mal in der noch späteren Staffel dann gucken, ob man sich da wieder irgendwelche Beschränkungen auflegt. Aber bis dahin denke ich mal erstmal Free for All, bau was du bauen kannst, um zu überleben und dann ist gut. So, hier würde ich jetzt ganz gerne das vereinheitlichen. Dass wir hier so eine Wand haben. Ich sollte nicht sterben. Nicht sterben ist schon mal eine sehr gute Grundhaltung. Bauen die jetzt eigentlich auch neue Spawner hier? Weiß ich gar nicht. So, das letzte Mal Rocket Shooting Speed. Die ganzen Leichen da blockieren die Sicht. Also nicht die aufhebbaren Leichen, sondern die... Nein, die waren falsch rum. Ach Gott. Bloß nicht zu einfach machen, ha? Huh? Ich sollte neu laden. Könnt ihr mal bitte aufhören hier? So, weg, weg. Weg, weg. Jetzt werden die Leichen hin und her gefahren. Das. Okay. Eine Reihe nach der anderen. Ja, wieder warten, bis die Schilde hochgeladen sind. Ja, das ist nicht gut. Piu, 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 piu. Ich glaube, ich brauche mehr Türme. Habe ich noch irgendwo tolle Türme? Silver, Sapphire. Was? Warum habe ich einen Silver, Sapphire, was auch immer Turm dabei? Genau. Einfach schießen. Einfach schießen. So. Mach kaputt. Zeig's jetzt richtig rum. Okay. Gucken, ob hier irgendwo. Einfach gedrückt halten und so rumspammen. Ja, scheint zu klappen. Scheint sogar ziemlich gut zu klappen. Okay. Ich werde jetzt irgendwo ein so ein kleines Friemel-Ding übersehen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber das kann ich mir später raussuchen. Wenn ich dann merke, dass da sich irgendwo Leichen stapeln oder so. Ah, es schaut gut aus. So, Lebenspunkte, Lebenspunkte. Keine Lücken lassen. Nope, Lebenspunkte. So, und dann könnte ich theoretisch hier so einen Knick machen, das nach unten führt, und dann ein Fließband, das hier läuft, sogar mit einem Knickarm. Das ginge. Okay, sagen wir mal hier geht's nach unten. Dann machst du hier einen Knick. Führst dahin. Legst es da in die Kiste. Und zwar so eine Kiste. Du dahin. Das
Jetzt muss ich nur darauf achten, dass die Anbindung hier gut ist. Dass da sich nicht irgendwas verbindet und dann Fehler macht. Und das ist definitiv ein Projekt für einen High-End-Bereich. Also sowas kann ich nicht gleich am Anfang machen. Da würde ich so dermaßen viel Eisen für verbrauchen. Und Stein. Hey, ich sehe nichts vor lauter Leichen. Oh, du bist fertig. So, dich könnte ich jetzt erforschen. Das mache ich doch einfach mal. So, es wird jetzt zu einem Stau kommen. Aber das sollte später nicht mehr der Fall sein. Momentan sind nur so viele da, weil die sich halt über einen recht langen Zeitraum angehäuft haben. Und ich laufe mal so ein bisschen Spaß, deshalb ich in der Gegend rum, um die ganzen Leichen, die noch so sporadisch rumliegen, aufzusammeln. Damit das richtig schön sauber ist hier. Eine saubere Leichenverarbeitungsanlage. Ah, da ist ein Fehler. Und ist anscheinend nirgendwo. Gut. Eigentlich sollte ich das gar nicht mal viereckig machen. Sondern eigentlich geht es hier eher so schräg in die Richtung, wo die halt spawnen. Ah, vielleicht noch eine Reihe hier drüber. Ja, ist okay. Immer so. Ich habe einfach Transportbells unter die Königin gebaut und dann wurde sie weggeschoben. Das fand die bestimmt nicht lustig. Achso, du. Hatten wir hier unten nicht Requester-Chests für Leichen? Ja, hatten wir, aber wir haben sie beschränkt. Okay, mach das mal auf. 300 hoch. So. Was auch immer. Das bist du. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Jetzt machen wir alle damit voll. Problem ist nur, dass, glaube ich, kein Zug mehr hier hält. Aber ja, die müssen eh erstmal alles vollmüllen mit den ganzen Leichen. Und dann schicken wir irgendwann mal einen Zug dahin. Oder auch nicht. Weil es geht ja einfach nur darum zu zeigen, wie das gehen könnte. Die Ressourcen selber brauchen wir ja gar nicht. Was halt echt schade ist. Ich hätte es echt gerne so, dass auch im High-End-Bereich man immer noch jedes bisschen an Ressourcen braucht. Und wirklich noch Probleme hat. Was in Dietek leider nicht der Fall ist, bisher. Aber ich denke mal, so eine KI zu programmieren für die weiter. Ich weiß gar nicht, ob das spieltechnisch möglich ist. Naja, muss das ja, sonst hätte halt Corius nicht geschafft. Was wird da gerade zerstört? Fließbänder, was? Ja, die zerstören anscheinend irgendwie Fließbänder. Vielleicht, weil sie zu nah am Spawner sind. Müssen wir mal gucken. Aber ja, jetzt bekommen wir hier einen stetigen Strom an Leichen rein. Und hätten so theoretisch unendlich viel Chitin, Knochen, Alien-Artefakte, rote, grüne, blaue Steine. Also alles außer Topaz und Diamant. Ja, damit wäre die Monsterfarm jetzt abgeschlossen. Schön, schön. So, Rocket Defense ist am Forschen. Gehen wir wieder nach Hause. Ah, war der Zug. Der hier wahrscheinlich durchrast und keine Leichen abholt. So, was hatte ich noch gesagt? Ende der letzten Folge. Ich wollte mich um die Monsterfalle kümmern. Das habe ich getan. Ressourcen im Auge behalten brauche ich nicht wirklich. Hatte ich ja geklärt. Die Vor- ah, das hier wollte ich zumachen. Aha, mach das. Habe ich weggeschmissen. Aussortiert, ja, nicht weggeschmissen. So, wir brauchen 14 Bigger Landfills. Bau Bigger Landfills. Gib mir Steine. Steine, 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 Steine. Mehr Landfills. Mehr Steine, mehr Landfills, mehr Steine. Hier können wir dann unser Strommastmuster weitersetzen. Oh, stimmt, die ganzen Blueprints habe ich auch weggeschmissen. Warum habe ich 50 blaue Roboter im Inventar? Wahrscheinlich, weil ich irgendeinen Roboport gekappt habe. Hm? Ja, sehr wahrscheinlich. Brauchst mehr. Komm, 14 mussten das werden. Hier sind noch welche. Ja, das sollte reichen. Zack.
Flop. Gut. Du bist am Forschen. Ah, genau. Tränke wollte ich im Auge behalten. Ob sich das einigermaßen hält. Aber nee, tut es nicht. Erhöhe mal Batterien auf. Du hättest gerne 40. 40. 40. Shift rechts, Shift links, Shift links. Dann bekommt ihr alle noch schnellere Ärmchen, weil gelbe Ärmchen echt peinlich sind. So, so, so. Okay, grüne Tränke. Alles wird verbraucht, wie nix. Ah, das ist krass. Okay. Bau bitte 4 neue Fabriken, was wieder ewig lange dauern wird. Ja, dann nimm mal das da und mach hier das Muster weiter. Erstmal ohne Lampen, weil wer weiß, ob wir hier noch Stromsache hinbappen wollen oder nicht. Und da wären sie ja im Weg. Außerdem brauche ich die Lampen jetzt gar nicht mehr. Also diese kleine Änderung, dass das grüne Nachtsichtgerät jetzt nicht mehr ganz so nervig ist wie vorher, konnte ich komplett auf Lampen verzichten. Ah, das ist schick. So. Raketen? Ich hätte gerne 100 Raketen. Habe ich da schon irgendwo welche? Ich sollte die hier eigentlich auch mal alle ausmisten. Kann ich das irgendwie genau nochmal so? Die brauche ich aber gar nicht mehr. Shift links, Steuerung rechts. So. Weg, weg. Ah, Inventar ist voll. Nun, nun, das ist kein Problem. Wir schmeißen einfach alles in eine Kiste. Du bist leer. Zack. So. Und wird wieder einsortiert. Die Steuerung. So. Also wir haben jetzt nur Rohre, Ärmchen und Substations. Da hätte ich ganz gerne noch... Welche Kiste fehlt da noch? Lila Kiste, ne? Lila Kiste und hier gelbe Kiste. So, die vier hätte ich noch ganz gerne. Sonst. Die Überlandleitung brauche ich auch häufiger. So, so. Sonst, ehrlich gesagt, brauche ich gar nicht mehr so viel. Ich meine, ich baue ja nichts mehr. Ich baue ja keine Außenposten mehr neue. Ich baue keine größeren Projekte. Eigentlich brauche ich gar nichts im Inventar. Ja doch, Fabriken wären vielleicht noch ganz schick, falls wir mal hier wieder was drin irgendwie machen. Aber gut. Das System werde ich auf jeden Fall in den nächsten Staffeln öfters nutzen. Also einfach mit den Logistik-Slots hier arbeiten und dann das Inventar komplett leer machen. Und immer nur das mitnehmen, was man wirklich braucht. Spart eine Menge an Arbeit. Rocket Defense ist fast durch. Das heißt, wir warten jetzt nur noch auf die 100 Raketen. Nö, 100 Raketen haben wir. Rote Chips haben wir, blaue Chips haben wir. Die Module haben wir nicht. Ich hätte gerne davon... War es überhaupt rosa? Ich glaube schon. Rosa und blau war es, glaube ich. 50-50. Richtig? Rosa und blau, ja. Ja, und dann können wir das Ding gleich platzieren. Okay. Es wird wahrscheinlich ziemlich lange dauern zu bauen. Können wir das automatisieren? Achso, unter was fällt das überhaupt? Müssen wir gleich gucken. Hat keine Fabrik unten angezeigt. Also es kann nur im Spielerinventar gecraftet werden. Okay, wäre auch ein wenig komisch, das Ding zu bauen, was den ultimativen Sieg bringt und das dann zu automatisieren und davon ein Dutzend zu bauen oder so. Das wäre wirklich ein wenig komisch. So, Ölanlage in der neuen Staffel. Ich muss sagen, so wie das jetzt ist, gefällt mir das richtig gut. Man kann einigermaßen durchlaufen. Es ist leicht zu expandieren. Die hier hatten wir alle umgestellt, ja. Dementsprechend haben wir jetzt gar keine Probleme mehr bei irgendwelchen Ressourcen. Dafür haben wir keine Fuelblocks mehr. Was wir... Ja, das dauert lange, bis man keine Fuelblocks mehr braucht. Bis man komplett mit Solar arbeiten kann. Ich denke, das wird bei dem Shadow Modpack und bei Hardcoreo auch nicht großartig anders sein. Es ist eher so ein High-End-Bereich mit den Solarpanels. Mal gucken. Mal überraschen lassen.
Ja. Also wenn wir den Platz haben, was ja meistens eher das Problem ist, dann würde ich es wahrscheinlich ähnlich aufbauen wie hier. Mit richtig schön viel Abstand dazwischen, dann passt das. Noch irgendwelche Sachen. Züge. Es gab diesen Mod, der dafür sorgt, dass im Startbereich wenig Ressourcen sind und je weiter nach draußen man kommt, desto mehr Ressourcen findet man. Das könnte ich versuchen, obendrauf zu installieren auf dem jeweiligen Modpack. Frage ist nur, ob das kompatibel ist und ob es Sinn macht, weil meistens sind die Mods ja so konzipiert, dass sie in sich geschlossen sind. Und sobald man irgendwas dazu packt, ist das vom Balancing her ein bisschen komisch. Also vielleicht erst mit Vanilla-Settings testen. Das wäre übrigens auch noch ein guter Hinweis von euch, die entweder schon das Shadow Mob Pack oder Hard Choreo gespielt haben. Die Grundeinstellung. Alles auf normal lassen oder sollte man da was verändern, um zu verhindern, dass man instant stirbt oder irgendwas in der Richtung? Das wäre vielleicht noch ganz gut zu wissen. So. Die sind fast fertig. Setz mal. Man braucht da eigentlich eh nur drei, ne, bei den Tränken. Ja, hier. Ja, und fertig. Ting, ting. So, hellblaue Tränke klappt mir zum Beispiel auch. Batterien kommen nicht hinterher. Ja, das kann ich auch nicht so schnell ändern. Dann müssten wir hier ganz viele Fabriken bauen. Das ist doof. Nein. Müsst ihr mir klarkommen, dass hier so viele Batterien da sind. Momentan haben wir eh nie zu erforschen. Das heißt, die können jetzt erstmal wieder einen Puffer aufbauen an roten Tränken, grünen Tränken und so weiter. Tee, erforsch bitte. Wir wollten die Kampfroboter noch machen. Combat Robots. Destroyer Capsule. Research. Was hatte ich gerade gesagt mit Erholen von Science Packs? Mist. Ja, okay. Demnächst erholen von den Science Packs. Oh, Grüne scheint das Hauptproblem zu sein. Können wir da noch irgendwas feintunen bei den Grünen? Was fehlt euch denn? Nix. Okay. Gib mir bitte die raus. Gib mir bitte schnelle oder ganz schnelle, falls wir sie schon haben. Nom, 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 nom. Da. Raus, rein. Gucken wir, ob das so hinhaut. Ihr kommt auch nicht klar, ne? Einfach alle Stromspardinger raus und die Dinger rein. Wir haben Nacht, wir sind bei 5 Gigajoule. Ja, die Blueprint-Geschichte. Ich sollte ein paar mehr Solarzellen bauen. Und zwar hier, hier. Du bist, glaube ich, falsch, ja. Du bist falsch. So. Akkus. Nein, nicht. Ja. Hier. Danke. Dass er mich eingesperrt hat. Hier, du. Ist jetzt ein bisschen doof in den Pumpchecks da, aber theoretisch könnten wir die, glaube ich, auch abreißen. Weil wir jetzt nicht mehr so viel Ölbedarf haben. Na, weiß nicht. Ich glaube, ich mache einfach hier das weiter. Wir reißen dich und dich raus. Wir haben trotzdem noch Abdeckung, ja, und bauen uns einfach hier die Dinger hin. Dumm. Wir haben noch Bäume in der Basis. Sehr komisch.